Wir sind hier bei mir im Laden, Jenny's Dogstop, Wattenscheid Mitte. Seit 4 Jahren bin ich hier, seit 14 Jahren mache ich den Job. Gute Anbindung, leicht zu finden und immer für alle da. Rein mit euch! Danke. Hallo Shani! Oh mein lieber Scholli! Sieht gut aus, ne? Shani, das volle Programm heute. Bitte. Hundepflege ist wohl richtig, aber auch auf die Gesundheit zu achten, auf die Ohren zu achten, auf eventuelle Hautkrankheiten zu achten, Fälle pflegeleicht zu halten, zu entfilzen. Und dafür bin ich da. Die ist nett, sie ist freundlich. Sie hat auch zwischendurch immer ein offenes Ohr, wenn irgendwelche Katastrophen sind. Und die Hunde freuen sich, hier reinzukommen. Also jetzt nehme ich gerade die alte Wolle raus, sprich das alte Fell. Diese Hunde gelten ja immer als nicht haarend. Das ist nicht richtig. Ich selber habe eine Ausbildung gemacht, weit über ein Jahr hinaus, weil ich gesagt habe, wenn ich den Job mache, da möchte ich tatsächlich auch alle Hunderassen können. Die verlieren ihre Haare genau wie jeder andere Hund auch, aber die wickeln sich in der Länge auf. Und dann entstehen diese Mops hier, wie dieser hier. Und den muss man dann rausarbeiten. Gehen wir in die Beine rein. Das sieht ein bisschen gemeiner aus. Da sind sie aber am wenigsten schmerzempfindlich. Deswegen sieht es auch vielleicht jetzt für den Laien etwas ruppig aus, weil ich relativ schnell durch den Hund durcharbeite und man das zu Hause wahrscheinlich nicht so macht. Aber er dankt es mir, je schneller er fertig ist, umso glücklicher ist er dann auch. Man sieht es manchmal, wenn man hier sitzt und wartet, welche Katastrophen dann reinkommen mit dem Satz, zu Hause lässt er sich nicht bürsten, können sie nicht mal gucken. Also ich denke, da sollte schon noch einiges getan werden. Denn so kostspielig ist es nicht und wer sich ein Tier anschafft, sollte auch alle Konsequenzen tragen. So, beim Waschen ist ganz wichtig, den Hund ganz nass kriegen, Augen zu halten, Nase zu halten, wenn man über den Kopf geht, damit es nicht über die Ohren läuft. Dann ist es am wenigsten stressig für das Tier. Ja, also ich bin schon geboren und hatte praktisch den nächsten Kumpel als Hund neben mir sitzen an der Wiege. Wir hatten immer 3 bis 4 Hunde, große wie kleine. Meine Mutter hat Hunde gezüchtet mit viel Herz und Liebe. Ja, dadurch bin ich auch da dran gekommen und dadurch hängt mein Herz auch daran. Und das war für mich auch immer ein Thema, was ich aufgreifen wollte und was ich gerne machen wollte. Zu meinen beiden Möpsen bin ich eigentlich gekommen. Ich hatte eigentlich immer irgendwie einen großen Hund oder auch einen Laufhund. Und es ist mal als Zweithund einer dazugekommen. Und dann habe ich die Rasse lieben lernen. Also die sind nämlich genau quirlig. Die sind sehr, sehr witzig. Man kann mit denen alles machen. Die gehen überall mit hin. Und sie haben kein langes Fell, was ich abends noch kämmen muss. Weil das tue ich tagsüber genug hier. Fiona, die war als erstes da. Das war der eigentliche Zweithund, gedacht damals zu einer Hündin, die ich jetzt aber leider verloren habe. Ja, die hat mich zu der Mops-Idee gebracht. Das ist die Baby Hanna. Die ist immer ein bisschen schüchtern und ein bisschen zurückhaltender. Aber zusammen ergänzen die sich prima. Ist ein Top-Team, funktioniert, sind immer an meiner Seite. Denen ist nicht zu viel, nicht zu lästig, nicht zu wenig. Das läuft.